Herzlich willkommen zurück zu Soulmask, meine Lieben. Es geht weiter in einer neuen Aufnahmesession. Die alte haben wir ja gut hinter uns gebracht. Vielen Dank nochmal für all die Kommentare, auch zum Thema Suppe essen. Und ich habe es einfach nicht gerallt, dass das Leben hochtickt, wenn man etwas isst. Und ich habe immer gedacht, ich verliere Leben. Dabei war es einfach genau andersrum. Und das, naja, ich habe verstanden auf jeden Fall. Vielen Dank für die Information. In der letzten Folge habe ich ja auch selber schon gesehen, dass es so ist. Aber ich wollte es hier einfach nochmal verdeutlichen. Und vielen, vielen Dank für die Kommentare. Das ist sehr, sehr lieb und sehr, sehr wichtig. Vielen Dank. So, heute werden wir, da jetzt gerade Nacht ist, was sehr ungünstig ist. Und es hat eben so unfassbar geregnet. So krass geregnet, dass das Leuchtfeuer ausgegangen ist. Das heißt, wir müssen das Leuchtfeuer unbedingt unterdachen. Also wir müssen es irgendwie unterdachen. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, wie. Und ich habe auch noch mal mir jetzt die Kisten genauer angeschaut. Das sieht so cool aus. Was für eine gute Sache. Man kann tatsächlich, auch danke nochmal für den Hinweis, man kann tatsächlich hier sagen, ich möchte die Lagergegenstände einstellen. Und dann kann ich eine bestimmte Kategorie auswählen. Und dann quasi einfach, wenn ich alles hier voll habe, G drücken und dann macht er automatisch das rein, was hier in die Kategorie gehört. Das ist super, super cool. Ich habe leider viel zu wenig Kisten und hier auch nur so eine Strohkisten. Ich habe jetzt trotzdem erstmal das Wichtigste hier soweit verteilt. Hier haben wir jetzt Pflanzenkategorie, hier haben wir Mineralienkategorie, Nahrung haben wir jetzt hier erstmal drin. Kann ich gleich mal G drücken, dann geht das da rein. Aber ich brauche eigentlich was zu essen, deswegen habe ich das jetzt hier. So, ich bräuchte noch mehr Kisten, die müssen wir also noch bauen. Mir wurde gesagt, ich soll unbedingt den Schlachtertisch machen. Das mache ich dann auch noch. Und jetzt fällt mir gerade ein, da ich die Kisten jetzt umgeändert habe, sollte ich vielleicht auch Klaus Dieter nochmal sagen, dass sie bitte, Moment, dass sie nicht nur im Ressourcenlager die Sachen reinpackt, sondern, warte mal, wo waren das jetzt? In alle Lagertruhen, oder? Wenn ich sage nahe Lagertruhen, dann müsste das doch hier das sein, ne? Theoretisch. Speichern. Denn hier machen wir das Gleiche. So, müsste dann eigentlich, dann müsste sie es eigentlich richtig reinsortieren. Ungültiger Arbeitsort, was meinst du? Ungültiger Arbeitsort, hä? Arbeitsort. Ach so, ja, ja, wir müssen noch eine andere Sache machen. Mir wurde auch noch gesagt, ich kann Waypoints setzen. Ich kann sagen, wir haben ja hier noch ein Leuchtfeuer, das gerade Klaus sieht, hier ist noch ein Leuchtfeuer, das können wir ja dann eigentlich abreißen. Ich kann sagen, ich soll hier irgendwie einen Wegpunkt setzen. Wir machen hier einen Wegpunkt. R. Und mach mal das Ding hier, das bedeutet dann Ressourcen vielleicht bestätigen und könnte jetzt Klaus Dieter sagen, geh mal bitte da arbeiten. Ist das korrekt? Können wir das so machen? Arbeit, fehlendes Werkzeug. Ich habe dir gerade Werkzeuge gemacht, aber okay. Wenn ich dir sage, hier. Ach, das geht wirklich. Den muss ich natürlich noch benennen. Das ist eine super gute Sache. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Sammeln in Wildnis, ernten. Sollen wir Holz fällen? Weil ich möchte gerne noch ein bisschen. Ich brauche noch ein Holz, glaube ich, ein bisschen. Ich mache erstmal ernten. Ne, wir holen erstmal Holz. So, und dann bitte in nahe Lagertruhen. So. Speichern. Ziel ist zu weit entfernt. Setzt derzeit gesammelte Gegenstände in Lagertruhen nahe. Ziel ist zu weit entfernt. Von mir aus kannst du auch alles in den Schreinertisch packen. Nee, es geht nicht.
Oh, das geht nicht, Leute. Dann weiß ich jetzt gerade... Nee, dann können wir das nicht machen. Dann machen wir das nicht mit dem Wegpunkt. Oder ich setze den Wegpunkt ein Stückchen dichter. Moment. Kann ich den irgendwie verschieben? Markierung ändern. Hier zum Beispiel. Ist das nah genug? Wieso hat sie keinen Fehlen? Also es gibt's noch nicht. Ich schwöre, ich habe gerade die Sachen repariert von ihr. Sammeln in Wildnis. Unbekannt. Pack alles hier in die Lagertruhen. Speichern. Fehlendes Werkzeug. Okay, meine Gute, wo bist du? Wo steckst du? Sitzt du hier am... Warst du gerade drinnen? Nee. Sitzt du gerade da drinnen? Nee, wo bist du? Klaus Dieter. Am anderen Lagerfeuer, welches ich eigentlich abmachen kann. Oder wegmachen kann. Sag mal bitte die Axt. Anna? Also die habe ich tatsächlich gerade heil gemacht. Aber jetzt habe ich natürlich keine Ressourcen mehr, logisch. Ja, warte raus, Klaus. Ich mache dir fix eine Äxte fertig, dann reiße ich das Leuchtfeuer ab, das zweite. Und dann gucken wir erstmal, ob das jetzt geht mit der Markierung in der Nähe. Und was mich auch noch interessiert ist, spawnen die Sachen jetzt nach? Weil hier steht wieder ein Baum. Ich glaube, das spawnt nach, ne? Ich glaube, das spawnt nach. So, was brauche ich jetzt dafür? Für die Reparatur? Feuerstein und Stein. Stein? Aber ich habe keinen Feuerstein. Ja, cool. Moment, bin unterwegs. Klaus Dieter, bitte beruhige dich. Ich bin gleich wieder am Start. Wir haben ja die ganze Nachtzeit. So, und dann gehen wir auf Erkundung. Ich will unbedingt auf Erkundung, aber ich muss irgendwie das Leuchtfeuer noch retten. Das ist halt ein Problem. Wisst ihr. So, hier. Repariere. Repariere. Klaus Dieter, ich eile. Gebe dir dein Dingens. Bitteschön. Hier. Da hast du alles. Meine Stimmung ist so übel. Wie kann ich ihre Stimmung heben? Was? Ich bin mich gerade verletzt. Warum ist ihre Stimmung übel? Abreißen. Oder demontieren. Können nicht demontiert werden. Beschädigte Gebäude können... Ich reiße es ab. So, das nehme ich noch mit. Okay. Was ist mit Klaus Dieter los? Wie kann ich sie wieder gut stimmen? Würde ich jetzt gerne wissen wollen. Oh, jetzt erstmal noch ein paar Fundamente. Fix. Und dann gehen wir auf jeden Fall gleich mal hier hinten hin. Das würde mich interessieren, das da. Das ist aber extrem weit, aber wir laufen einmal den Strand lang. Möchte gerne wissen, was da ist, Leute. Wir müssen mal ein bisschen erkunden gehen, ne? So, ich mache ein Strohfundament. Ich könnte aber, ich habe noch ein bisschen geskillt, ich könnte auch auf Holzfundamente schon gehen, ne? Die Frage ist, wo baue ich die? Die baue ich bestimmt woanders. Moment. Hochwertige Töpferei. Wo war das jetzt? Mittlere Gebäude. Wo baue ich das? Bauwerkstatt. Die muss ich erst machen. Dafür brauchen wir aber Lehm. Ach du Scheiße, wo kriege ich denn Lehm her? Ja, wir müssen auf jeden Fall erkunden gehen. Wo bekomme ich denn Lehm her? Okay, dann können wir die Dinger doch noch nicht machen. Dann machen wir jetzt doch erstmal Strohfundamente noch.
Hau ich an die Seite. Falscher Knopf. Und dafür benötige ich Stroh und dickes Seil. Okay, alles klar. Also Stroh. Und dickes Seil war, so viel ich weiß, hier. Und wir hatten auch noch ein paar Bauteile. Zwei. Was hat er gerade gesagt? Gut. Ich würde jetzt hier das Leuchtfeuer hinmachen. Ich mache jetzt hier so eine 3x2, so ein 3x2 Fundament oder 3x3 wäre wahrscheinlich besser. Würde ich sagen. Und dann machen wir da noch ein Dach drauf, einfach ein Flachdach. Und dann kommt da das Lagerfeuer hin. Ich hoffe nicht, dass es abfackelt. Das wäre ein bisschen blöd. Aber jetzt wird gerade Tag, wir werden erstmal gleich rumlaufen. Nein, schon wieder falsch. Ich drücke immer auf I. Logischerweise drücke ich auf I, aber das funktioniert hier nicht so gut. So, Fundament. Strohfundament. Was habe ich gesagt? 3x3 sind 9. Ich brauche noch 7. Sieben Stück hätte ich gerne. So. Noch 3. Dann stellen wir das Ding hier drauf. Und machen Dach drüber. Wenn es regnet und das ausgeht, ist echt nicht so cool. Muss ich sagen. So. Und wenn das mit den Wegpunkten genauso funktioniert, dass Klaus-Dieter dann dahin läuft, ist das ja super. Wie kriege ich Klaus-Dieter freundlich? Also, ich möchte gerne, dass es Klaus-Dieter gut geht. Was? Überschreitet Verlegungsbereich. Jetzt muss ich immer Stück für Stück laufen, oder was? Oder baue ich einfach ein neues Leuchtfeuer? Ich muss eine Tür bauen an der Seite, damit ich da hinkomme. So, gut. Steht hier. Das ist sehr, sehr gut. Und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier so eine Überdachung machen oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht mit Stützpfeilern arbeiten. Zwei hoch. Und dann so eine Überdachung setzen. Oder so. Vielleicht. Wäre vielleicht eine Idee. Ich lasse erstmal hier stehen. Möchte ich nochmal ganz gerne gucken, was mit Klaus-Dieter ist. Wie kann ich dich... Passiver Angriff, kann ich den ausmachen? Wie kann ich dich... Wie sehe ich, wie es dir geht? Beinstress. Bei einem erlittenen Angriff auf dem Oberschenkel besteht eine Chance von 20% auf eine Stressreaktion. Der in der Folge erlittene Schaden sinkt um 50%, dauert 5 Sekunden. Cooldown beträgt 12 Sekunden. Hm. Abneigung für Alpakas? Ist beim Holzfällen? Also ich würde gerne wissen, wie das geht. Aber vielleicht haben wir das hier, Leute. Da steht hier irgendwie, was man machen kann. Wiederbelebung von Stammesmitgliedern, Stammesmitglied Arbeit und Fließbandproduktion. Überleben und Erholung. Wie sieht denn Ihre Erholung aus? Wo ist sie überhaupt?
Ich lauf mal rüber. Klaus-Dieter! Wo steckst du? Beim Bäumefällen bist du. Gutes Mädchen. Kannst du mal kurz... Ich will nur mal gucken, wie deine... Also... Hallo? Aua! Stimmung 400. Kann ich dir sagen, dass du dich ausruhen sollst? Folgedistanz, automatisch essen, automatisch trinken, Bandagennutzung, Kampfstil-Einstellung. Kann ich hier nicht irgendwie sagen, dass du bitte schwierig. Wie kann ich dir helfen, meine Gute? Das Ding ist schwer im Arsch. Moment. Wir brauchen bessere Werkzeuge, ne? Wir brauchen definitiv bessere Werkzeuge. Okay, Klaus-Dieter, ich lasse dich jetzt hier mal in Ruhe. Ich gehe jetzt. Ich bin ein bisschen müde. Was ist das andere Zeichen vorne? Charakter. Habe ich noch irgendwelche Skills? Oh, ich habe Attributpunkte. Das ist sehr, sehr cool. Dann gehe ich gleich mal in Richtung... Traglast? Weiß ich nicht. Konstitution, Wahrnehmung... Ja, ich würde das gerne gleichmäßig machen. Ne? Was haben wir hier noch? Beherrschung. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ah, hier sehe ich, hier ist was passiert beim Speer. Okay, hier können wir dann hochskillen, unsere Waffenklassen. Sehr, sehr cool. Ja. Okay, ich gehe noch ein bisschen auf. Ich würde hier noch aufgehen. Nee, 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 Abbruch. Abbruch. Einen wollte ich nur. Eins. Und dann gehe ich nochmal auf Kraft. Bestätigen. Okay, perfekt. So, und dann lassen wir Klaus-Dieter jetzt mal hier. Und ich werde mit meinem Speer, der ist hier. Ich habe einen, muss man, ist das der Steinspeer? Ja. Und hier ist mein Bogen. Ich packe noch die Sachen fix weg. So, mit G. Hier, mit G packe ich alles rein. Sortiere das, bitte. So, dann haben wir hier noch so ein bisschen Fressalienzeug. Guck mal, das will der... Ach, das gehört zu Tiere. Aha. Fleisch nehme ich wieder mit. Dann möchte ich hier noch was reinlegen. Dort... Und dort. So, diese Sachen hier. Das war ein Holzspeer, ein Ersatzspeer. Und diese Sachen hier. Die packe ich mal in das Teil rein. Muss alles repariert werden, weil das Lagerfeuer übrigens aus war, ne? Richtig kacke. Das packe ich erstmal rein, weil ich brauche neue Kisten für diese Ressourcen. Okay. Drücke jetzt los, alleine. Klaus-Dieter macht ihr Ding. So, wir gehen jetzt zum Strand. Ja, ich möchte mal gucken, was das hier ist. Ich will mal ein bisschen die Gegend erkunden. Im Dschungel waren wir ja schon beim letzten Mal. Hier ist irgendwie eine mysteriöse Ruine. Da ist es aber garantiert nicht ungefährlich. Ich glaube, da sind irgendwelche Typen. Und an diesem Fragezeichen müssen wir sehen, was da ist. Okay, let's go. Bin sehr gespannt. So, wir müssen auf jeden Fall noch das Leuchtfeuer dann überdachen. Und wir müssen noch ein paar mehr Kisten bauen. Dann brauchen wir noch den Schlachtertisch. Aber für den Schlachtertisch brauche ich... Was war das? Brauche ich dafür Lehm? Ach nee, für diese Bauwerkbank brauche ich Lehm, ne? Für den Schlachtertisch brauche ich nichts weiter. Den müssen wir unbedingt bauen, damit ich mehr Ressourcen aus Tieren rauskriege. Das wurde mir ja auch nochmal geschrieben. Das machen wir dann natürlich. So, ich esse jetzt mal ein Stück Fleisch. Kann ich eigentlich irgendwie Wasser trinken? Habe ich eine Wasserpulle bei? Ich habe keine Wasserpulle bei. Wieso drücke ich immer I? Nervig. Keine Wasserpulle bei. Na, Mist. Da müssen wir jetzt so aushalten, ne?
mach mal das. Oh, ich habe hier noch von der so eine Stützbalken. Genau, hier ist das Leben auch wieder hochgegangen. Alles klar, je mehr ich esse, desto mehr Leben habe ich. Alles klar, ich muss erstmal umdenken hier. So, wir gucken derweil, ob wir hier irgendwelche neuen Ressourcen noch finden. Und suchen mal so ein bisschen den Strand ab. Ich kann natürlich auch ein bisschen was mitnehmen. Wir brauchen ja sowieso Stuff. Hier sind noch so eine Sterne, die kann ich aber nicht einpacken, ne? Nee. Sehr, sehr cool. Also es sieht sehr schön aus. Gefällt mir alles sehr gut. Diese reine Natur. Wir hatten doch bei uns in der Nähe noch ein anderes Lagerfeuer, wenn ich mich recht erinnere, auf der einen Seite. Da waren ja zwei Leute. Und eine ist ja scheinbar zu uns gekommen. Das war ja Klaus Dieter. Was ist das da vorne? Ach, so eine Krabbe. Soll ich die mal eben... Was ist denn das? Und was soll das sein? Das sind einfach nur Steine. Die sehen aber ein bisschen komisch aus, ne? So, diese Krabben. Es sahen schon anders aus, die Steine. Glückwunsch zur perfekten Tötung. Du erhältst zusätzliche EP. Nice. Kann ich dich kaputt machen? Schale, Frischfleisch. Okay, Schale gibt's dort. Also einfach gedrückt halten und dann haben wir diesen Move. Okay, gut. Nehmen wir Schale mit. Gut, dann laufen wir mal hier oben weiter. Wo bin ich? Ah, ich bin schon gleich da. Okay, cool. Ja, wahrscheinlich hinten bei dem Durchgang. Warte mal, was ist das? Da leuchtet irgendwas. Ich guck mal. Sieht irgendwie anders aus. Da vorne. Was ist das? Ist das ein Lagerfeuer gewesen? Nee, ach, ein Stern. Ja. Einfach nur ein Stern. Steine sehen voll merkwürdig aus. So. Hier ist einfach sonst auch gar nichts Neues. Also wahrscheinlich müssen wir dann wirklich auch Map-Erkundung, ne? Also wir haben ja jetzt erstmal unser näheres Umfeld. Oh Gott. Und dann ist ja hier noch 80 Millionen... Sind ja noch 80 Millionen Quadratkilometer. So. Cool würde ich auch finden, wenn jetzt hier irgendwie ein Gebäude kommt oder sowas. Und Lehm. Lehm wäre auch ganz toll. Ich sagte gerade Gebäude. Was ist das hier? Eine Ruine. Und da sind Menschen. Ach, guck. Bist du böse? Ihr seid böse. Oh no. Oha! Ich habe ganz schön Leben verloren. Verband ist gut. Fällt mir auch gerade wieder ein. Müssen wir nicht irgendwie noch Verband machen? Ich nehme mal einen Verband. Oh mein Gott. So, das war ja... ich dachte, ich kann die rekrutieren. Warum greifen die mich an? Hier ist eine Kiste. Materialtruhe. Oha.
diese aggressiven Menschen. Ich hätte jetzt gedacht, wir können einfach da hingehen und die anquatschen und die kommen dann mit oder so. Aber gut, das ist dann wahrscheinlich doch wie bei Conan, muss ich die vielleicht zähmen. Aber die andere kam ja auch alleine. Die Klaus-Dieter, die Gute. So, was habe ich denn jetzt hier gefarmt? Lehm! Ach was, Mais! Wir können anbauen, ne? Oh, Leute, wir müssen irgendwie einen Garten machen oder sowas. Keramikgussform. Guck an. Ach, das war jetzt der Spot. Das war der Spot. Hier mal kurz gucken. Wir brauchen bessere Waffen. Das ist mir zu wenig. Ich habe auch gesehen, ich hatte noch freigeschaltet so eine Bestienknochenwerkzeuge. Die könnten wir jetzt auf jeden Fall auch noch bauen. Dann müssen wir natürlich noch ein paar Bestienknochen kaputt machen. So, jetzt gucke ich hier vorne nochmal, was hier los ist. Wie könnte Lehm aussehen? Wie könnte Lehm aussehen? Das wäre jetzt auch nochmal eine sehr gute Frage, wie ich finde. So, hier geht es dann weiter. Aber hier scheinen wir jetzt in einem anderen Gebiet zu sein. Voll gut aus. Oh mein Gott, wie gut das hier einfach aussieht. Oh, 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 oh. Sehr, 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 sehr schön. Nicht genügend Ausdauer. Hier sind irgendwie andere Steine, die checke ich jetzt mal gegen. Aber wahrscheinlich sehen die auch wieder nur anders aus, sind aber nur Steine. Oder aber ich brauche andere Werkzeuge und kann dann abbauen. Auch wieder nur Feuerstein und Stein. Könnte das vielleicht sein, dass ich anderes Werkzeug brauche? Um da andere Sachen rauszubekommen. Wasser entnehmen. Ich habe Wasser entnommen. Habe ich getrunken? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, wir laufen uns hier in Wolf, habe ich das Gefühl. Und es deckt sich nicht auf. Es deckt sich nicht auf. Ich gehe mal hier rüber. Den Weg machen wir uns jetzt noch. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Wir gucken gleich mal. Oder vielleicht gehen wir allgemein die Fragezeichen eben ab, solange es noch hell ist. Machen wir mal den Weg fertig. Hier. Nehmen wir das. Unbekannt 315. Okay, mal gucken. Hätte ich vielleicht vorher woanders hingemusst. Hier wahrscheinlich, ne? Aber da können wir ja zurückgehen. Aber das könnte gefährlich werden. Da sterbe ich bestimmt. Werde ich dann Klaus-Dieter mitnehmen müssen. Oh, ja, Kletter. Jawohl. Gucken, was hier für Gefahren lauern. Oh nein, hier muss ich wieder über so einen riesen Berg. Wie soll ich da rüberkommen? Ja, bitte? Nimm doch den Speer. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Und wo sind die Verbände? Hier. Wieso habe ich kein Schild an? Wieso habe ich den Schild nicht? Ich hau ab. Warte. Okay, Waldhunde sind nicht so cool. Ich muss weg. Verband. Wieso habe ich den Schild nicht an?
muss ihn aktivieren. Ich hunk. So, warte. Okay, keine gute Idee, da reinzugehen und keine gute Idee. Wo ist er? Hier. Wir machen den hier hin. Auf der 8. So. So ist doch viel besser. Okay. Jetzt gehe ich nochmal rein. Geh nochmal da hoch. Ich möchte nämlich gerne das Zeug mitnehmen von dem kleinen Hund. Aber der ist Level 15 gewesen, ne? Also. Und was bin ich? Charakter Level 13. Alles klar, deswegen war er rot. Wo habe ich den hin? Wo ist die Leiche? Shit. Hier, nehmen wir die. Das ist sehr, sehr cool. Dieser Skill ist sehr, sehr cool. So, auf der 7. So, dann wieder den. Und bitte die 8. Okay. Okay. So, wir laufen weiter. Haben wir schon mal so ein bisschen Knochen, weil wir brauchen diese Knochen für die neuen Werkzeuge. Die hätte ich gerne. Keine Ahnung, ob ich hier... Ah, hier komme ich lang. So. Ich esse mal noch ein Fleisch. Wieso nimmt er nicht automatisch das Schild? Kann man das irgendwie einstellen? Da ist ein Ohr. Da ist jemand. Ich sehe ein Ohr. Oder ist das nur so ein Truthahn? Kann ich das irgendwie hier? Gegenstände? Kann ich den Schild nicht irgendwie hier reinmachen? Präferenz Z. Bedeutet das, ich kann mit Präferenz, wenn der Z ist, dass das immer aktiviert ist? Da ist ein Hund. Ja, ist ja gut. Mein Gott. So. Passt. Ich hoffe, ich erhole mich auch selbstständig. So, das nehmen wir alles mit. Okay. Jetzt habe ich da ein Sternchen bei Präferenz, aber irgendwie, naja. Was? Oh, die Geräusche. Hä? Wieso ist hier so eine komische Grafik? So, da vorne werden wir wahrscheinlich angegriffen. Da bin ich mir sogar sehr sicher. Aber da gucken wir in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.